Du hast ja auch diese neue Schülerin gesehen bei uns, oder? Die Miri. Naja, wenn du die nett findest, dann sprech die doch einfach mal an. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das lief halt echt überhaupt nicht gut. Ich glaube, die mag mich einfach nicht. So. Jetzt muss ich wohl zu Fuß. Ah! Ey, was soll das denn? Warum werde ich jetzt hier weggenommen? Oh, heute ist wieder Schule angesagt. Eigentlich gar kein Bock. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie schon ein bisschen Bock, weil seit gestern ist diese neue Schülerin da. Die war irgendwie so ein bisschen still, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag die ganz gerne. Und die sieht eigentlich auch ganz, ganz nett aus. Also vielleicht sehe ich die ja heute wieder, dann wäre Schule irgendwie nicht ganz so schlimm. So, ich gehe jetzt aber erstmal, ich guck mal, ob Brian schon heute da ist. So, mit dem bin ich nämlich seit ganz vielen Jahren schon zusammen in der Schule. Ah, der ist ja auch schon. Hey Brian, na, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Aber du, Brian, ich muss dich mal was anderes fragen. Du hast ja auch diese neue Schülerin gesehen bei uns, oder? Die Miri. Und kennst du irgendwie die? Also hast du irgendwas über die so gehört? Naja, also ich habe jetzt nicht so viel von der gehört. Die soll wohl relativ schüchtern sein, aber wieso fragst du denn überhaupt? Naja, also ich fand die einfach ganz nett und deswegen hat es mich mal interessiert, ob du irgendwas über die weißt, aber dann weißt du schon mal auch genauso viel wie ich, nämlich gar nichts, oder? Ja, ganz genau, ich weiß auch nichts über die, aber naja, wenn du die nett findest, dann sprech die doch einfach mal an. Also sprich doch nichts dagegen. Ja, eigentlich gute Idee. Und schau einfach mal, wo die ist. Geh einfach mal hier so ein bisschen rum, die muss ja eigentlich auch irgendwo sein, weil wir haben ja nämlich alle gleich Unterricht zusammen. So, okay. Hier ist sie nicht, hier ist sie nicht. Moment mal. Ah, das müsste die sein. Die hatte gestern auch diese Mütze an. Okay, okay, okay. Ich nehme jetzt einfach meinen Mut zusammen und spreche die jetzt einfach an. Hey, du bist Miri, oder? Ja, ich bin Miri und, ja, genau. Und wie heißt du nochmal? Ich bin Jonah und ich wollte dich einfach mal anfragen. Ich hoffe, das ist okay, aber hier war ja gerade noch der Platz frei, oder? Ja, klar, du kannst auf jeden Fall hier sitzen. Okay, also ich wollte dich einfach nur mal fragen, ja, wie geht's dir so? Alles klar bei dir? Du bist ja relativ neu bei uns. Ich wollte dir einfach nur sagen, wenn du irgendwie mal Hilfe brauchst oder so weiter, ich bin immer am Start so, ne? Kannst mir einfach Bescheid sagen, so. Ich kann dir gerne auch bei den Hausaufgaben helfen. Wir können, naja, also... Nee, danke. Ich kann das auch alleine auf jeden Fall machen. Also ich bin gerne alleine eigentlich. Ach so, okay. Deswegen, es ist alles gut, danke. Ach so, okay. Naja, dann scheinst du ja ganz gut, ja, schon alleine klarzukommen. Ja, du, weißt du was? Also, Schule geht ja auch gleich los. Ja, genau. Ich muss ja auch gleich in den Klassenraum. Ja, wir sehen uns, ne? Ciao. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das lief halt echt überhaupt nicht gut. Ich glaube, die mag mich einfach nicht. Naja. Was habe ich denn falsch gemacht? Ach, keine Ahnung. Jetzt erstmal zu meinem Spind. Oh Mann, das war echt unangenehm. Ich glaube, die hatte wirklich gar keinen Bock, von mir angelabert zu werden. Aber woher soll ich das denn auch wissen? Ah, Mist. Oh, Miri, was war das denn, du? Du magst ja doch diesen Jungen. Und warum passiert das denn immer? Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach nur zu schüchtern. Ich kann einfach nur nicht mit Menschen nicht reden. Und ja, Unterricht fängt schon jetzt gleich an. Aber oh mein Gott, was war das denn? Jetzt denke bestimmt, dass du den gar nicht magst. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, egal. So, liebe Leute, das war der heutige Mathematikunterricht. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und zum Abschluss werde ich euch jetzt noch einen ganzen Stapel an Hausaufgaben aufgeben. Nee, Spaß. Ich werde euch nur eine kleine Hausaufgabe aufgeben, denn das Wetter ist ja heute gut. Danke schön, Herr Lehrer. So, Miriam, also hier ist einmal deine Hausaufgabe. Du bist ja noch neu bei uns, aber ich hoffe, du kommst schnell bei uns in den Stoff rein. Und wenn du Fragen hast, sag einfach Bescheid. Du kannst dich hier natürlich an jeden Lehrer und an jeden Schüler wenden. So, hier sind deine Hausaufgaben. Bitteschön. Dankeschön. Und Jonah, hier sind auch deine Hausaufgaben. Ich hoffe, du wirst die diesmal ein bisschen besser bearbeiten als beim letzten Mal. Da war ja ganz schön viel falsch. Ja, tut mir leid. Das ging halt nicht ganz so gut. Aber ich werde mir Mühe geben, versprochen. Alles klar. Okay, das hoffe ich doch. So, und hier sind deine Hausaufgaben. So, Leute, ich wünsche euch jetzt nun einen schönen restlichen Tag und genießt noch die Sonne. Tschüssi. Ciao. Ja, okay, tschüssi. Ja, ja. Oh, hallo, kann ich da mal durch? Ja. Okay, ja. Okay, danke. Ja, hi. Und, oh, okay,
Das war nicht wirklich gut. Aber okay, ich gehe mal erstmal vielleicht, glaube ich, einen Kaffee trinken. Ich habe eh nichts zu tun und die Schule ist ja vorbei. Und das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Wetter wenigstens. Das kann ich machen, weil wenn ich schon mit Menschen nicht reden kann, dann kann ich wenigstens Kaffee trinken. Oh Mann, das war gerade schon wieder so unangenehm. So, ich muss ja sogar direkt an dir vorbei und ich wusste auch nicht, so soll ich sie jetzt ansprechen nochmal, aber dann hat die wahrscheinlich schon wieder keinen Bock darauf. Oder soll ich gar nichts sagen? Aber das wirkt dann auch so, als hätte ich irgendwie so gar keine Lust auf sie. Und das stimmt ja irgendwie auch nicht. Oh Mann, ich habe irgendwie echt gar keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ich muss jetzt irgendwie auf andere Gedanken kommen. Ich glaube, ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee oder einen Tee oder irgendwas anderes. Zum Glück ist ja hier der Kaffeeladen direkt um die Ecke und... Vielleicht sind da ja auch ein paar Kollegen von mir. Vielleicht ist da ja, ist ja meine Fußballmannschaft. Vielleicht ist da ja auch, sind da ja auch ein paar Leute. So, ich geh jetzt mal rein. Hallöchen! Da ist sie ja schon wieder. Und die ist da ja ganz alleine. Also die hat doch bestimmt jetzt Lust, dass mal jemand auch ihr Gesellschaft leistet. Ich spreche jetzt einfach nochmal an. Ich muss jetzt einfach mal mutig sein. Hey Miri, na, alles klar? Ja, du hi. Du auch hier? Jonah, ja, ich trinke gerade einen Kaffee, genau. Okay, ja. Du warst ja ganz alleine hier, also, naja, wie kommst du? Ich hab's dir eigentlich schon gesagt, dass ich gerne alleine bin, genau, deswegen bin ich auch hier eigentlich, alles klar, dann habe ich, glaube ich, schon ein bisschen verstanden, also, ja, es gibt ja hier noch andere Plätze und, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ne, genieß den Kaffee. Ja, danke, ist nett, du auch. Oh Mann, die hatte wirklich gar keine Lust auf mich. Also, ich meine, das war jetzt wirklich eindeutig. Also, ich dachte ja immer, die ist nur ein bisschen ruhiger und deswegen so ein bisschen. Aber die ist ja so ruhig, wenn ich mit ihr spreche. Und so, auch ein bisschen abweisend. Ich glaube, die hat wirklich gar keine Lust auf mich. Irgendwie, also, vielleicht bin ich gar nicht ihr Typ. Ich dachte eigentlich immer, ich bin ganz nett, aber die ist wohl echt gar nicht, ich bin gar nicht ihr Typ. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee und ich gehe jetzt ein bisschen Spiele spielen. Da drüben ist ja der Freizeitladen. Oh mein Gott, Miri, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Warum passiert das mir immer? Ich mag ja Jonah eigentlich sehr gerne. Ich mag den ja wirklich. Aber wie soll ich den denn jetzt zeigen? Ich kann wirklich nicht... Ja, das fällt mir einfach nur richtig schwer, mit Leuten zu reden. Und vor allem noch so, einen Jungen zu zeigen, dass ich ihn mag, ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Und ich weiß nicht, was ich da machen kann. Aber ehrlich gesagt... Wie kann ich denn das anders machen? Ich könnte ihn... Also ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich könnte ihn theoretisch ja entführen und dann quasi zu mir nach Hause bringen und alles erklären, weil zu Hause und in meinem Bulli ist es auf jeden Fall ein bisschen angenehmer, alles zu erklären und so und was ich überhaupt für Gefühle für ihn habe. Das klingt doch nach einem guten Plan. Also, Miri, du musst jetzt einfach nur erstmal den finden und erstmal meinen Bulli holen. Oh Mann, okay, meine Eltern sind tatsächlich nicht da, deswegen kann ich keinen Bulli von denen ausleihen. Aber ich kenne auf jeden Fall hier jemanden, der... Da ist auf jeden Fall ein Bulli und da möchte ich... Es könnte theoretisch passen, dass ich einfach nur einen Bulli von jemand anderem ausleihen kann. Entschuldigung, hallo. Du musst jetzt hier noch die Stoßstange so ein bisschen weiter nach vorne drücken. Oh, der Auspuff, der muss auch noch ein bisschen... Entschuldigung. Oh, hallöchen. Ja, oh, hallo, Herr... Entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht gehört. Ja, alles gut. Ich wollte auf jeden Fall noch... Also, ich weiß, es ist eine sehr komische Frage, aber könnte ich vielleicht einen Bulli ausleihen für ein paar Stündchen? Bulli? Genau. Das passt ja ganz gut, weil wir haben... Wir haben aktuell alle Autos hier ausgeliehen. Alle wollen immer nur den Sportwagen, aber dieser alte Bulli hier, das ist auch echt ein Schmuckstück. Ah, das ist wunderschön. Der ist verfügbar gerade. Ja, könnt ihr gerne haben. Danke schön. Bezahlen werde ich dann später nach so... Okay, vertraue ich ihm mal. Okay, hoppla, danke schön. Bitte mich nicht überfahren. Nein, mache ich nicht auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, tschüss. Oh Mann, das hat ja wirklich gut geklappt. Und ja, jetzt muss ich erstmal den Jonah auch finden, ne? Aber irgendwie, ich weiß auf jeden Fall, dass der sehr wahrscheinlich bei dem Arcade ist, bei dem Spieleladen. Ich gehe einfach mal vorbei und gucke einfach noch, ob er da ist. Boah, das macht so Spaß bei diesem Spiel. Aber ich habe jetzt mein ganzes Taschengeld da drin reingehauen. Das ist immer so teuer, leider. Warum kann ich nicht so ein Ding zu Hause stehen haben? Aber egal, dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Es wird sowieso gleich dunkel, dann muss ich jetzt auch mal nach Hause gehen. So, muss ich wohl zu Fuß. Ah, ey, was soll das denn? Warum werde ich jetzt hier mitgenommen? Wer nimmt mich hier gerade mit? Was soll das denn? Oh mein Gott, wenn ich jetzt hier gerade entführt? Hallo, hallo! Bleib leise,
du bist. Oh, yeah, ich hab dich. Das ist so gut. Gut, das klappt doch alles sehr gut. Und wir fahren jetzt wieder nach Hause. Sei leise dort. Nein, alles gut. Alles gut, ich möchte dich entführen. Alles gut. Komm, steig aus. Moment mal, Miriam, bist du das? Was soll das denn hier? Warum hast du mich da gerade entführt? Ja, ich bin das. Ich hab dich nicht entführt. Ich wollte doch einfach nur... ich hab dich entführt, aber ich... Komm, du, wir sind jetzt gerade bei mir zu Hause. Komm, ich möchte jetzt einfach mit dir... Komm, Ich hoffe, Vertrauen, dass ich hier reingehe und... Das ist jetzt ein Mordfall. Ich bin ja gerade hier... Komm, setz dich mal hin und... Okay. Ja, es ist ein bisschen komisch gelaufen, das weiß ich alles, aber... Sonst weiß ich halt nicht, wie ich mit dir reden kann. Ich bin ja relativ schüchtern und ich bin ja eigentlich relativ leise und so. Und jedes Mal, wenn du versucht hast, mit mir zu reden, dann war ich richtig komisch. Aber Entschuldigung, das passiert bei mir einfach nur, wenn ich in einer anderen Stadt bin und jetzt nicht weiß, wo genau ich bin. Deswegen, ich fand, das wäre vielleicht eine einzige Möglichkeit, dich wirklich zu entführen und dann zu mir nach Hause zu bringen, damit ich mit dir ein bisschen darüber reden kann, weil ich dich tatsächlich sehr und sehr mag. Genau, sag bitte was. Okay, das kommt jetzt alles irgendwie so ein bisschen überraschend. Also, ich muss sagen, das ist mir echt noch nie passiert. Also, ich bin erstmal überrascht, dass du überhaupt mich magst, weil ich dachte eigentlich immer, dass du gar keine Lust auf mich hast. Naja, weil du halt so wenig gesagt hast. Und, ich dachte gerade wirklich, dass ich jetzt hier ehrlich, ernsthaft entführt werde. Auf der anderen Seite, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Du hättest vielleicht auch einfach zu mir direkt sagen können, dass du mich magst. Auf der anderen Seite, ich freue mich natürlich, wenn du dann damit... zumindest ausdrücken wolltest, dass du gerne mit mir Zeit verbringst. Also ich hoffe, du kannst verstehen. Ich muss jetzt irgendwie erstmal von diesem Schock so ein bisschen hier runterkommen. Dem Schock nämlich, dass ich irgendwie fast entführt werde. Aber nun gut. Lass mich das kurz überlegen. Also, du wolltest eigentlich nie irgendwie mir wehtun. Du wolltest eigentlich nur, dass wir Zeit verbringen. Ja, genau. Okay, weißt du was? Ja. Eigentlich würde mich das freuen, wenn wir mehr Zeit verbringen. Gerne machen. Oh, echt jetzt? Das ist sehr cool. Genau. Entschuldigung, ich bin ein bisschen komisch. Ich weiß, das klingt auch alles sehr komisch. Und das war eigentlich auch eine sehr verrückte Idee von mir, jetzt einfach nur dich zu entführen. Aber ich dachte einfach nur, ich kann einfach nur nicht mit Menschen reden. Und vor allem halt, wenn ich dich überhaupt nicht kenne. Aber ich mag dich tatsächlich richtig sehr. Und ja, das ist wirklich der einzige Ort, wo ich mich wirklich entspannen kann und so, wo ich ganz normal reden kann, ist halt bei mir zu Hause. Deswegen, ja, ich könnte dich, ja, theoretisch hätte ich dich einfach nur einladen können, aber... Das wäre ein bisschen einfacher gewesen, aber weißt du was? Okay, dann vergessen wir das Ganze, okay? Ja, klar, genau. Möchtest du noch vielleicht spazieren gehen oder so vielleicht? Gerne, spazieren gehen ist gut. Bitte ohne Bulli, okay? Den muss ich noch zurückbringen, stimmt, ich habe den ausgeliehen. Aber gut, lass uns spazieren gehen.